Das Leben von Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht kam 1969 in Jena zur Welt. Ausgerechnet! Ist Jena doch die einzige ostdeutsche Stadt mit vier Buchstaben, die mit J anfängt und auf Ena endet. Als Säugling konnte sich Sarah nicht entscheiden, ob sie lieber an die linke oder doch an die rechte Brust will. Sarah Wagenknecht sah übrigens seit ihrer frühen Kindheit genauso aus wie heute und die ganze Zeit dazwischen. Faszinierend. Als der seltsame Fall der Sarah Wagenknecht wurde dieses Phänomen sogar verfilmt. Im Kindergarten überwarf sich Sarah mit den anderen Kindern und gründete die KSW, Kindergartengruppe Sarah Wagenknecht, die bis heute keinen einzigen Migranten aufgenommen hat. Die junge Sarah wusste schon früh, was sie will, nämlich zu Anne will. Da war sie dann auch ziemlich oft. Mit 1340 Talkshow-Besuchen insgesamt hat sie es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Noch vor dem Weihnachtsmann und Robin Alexander. Wagenknechts Patentante ist Alice Schwarzer. Beide teilen die Leidenschaft für schwarze Mäntel, schwarze Hüte und Wladimir Putin. In der Linken war Wagenknecht lange für ihre zurückhaltende und selbstlose Art beliebt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Doch nach einem fantastischen zweiten Platz beim Sarah Wagenknecht Lookalike Contest verlor sie die Bodenhaftung. Seitdem gründete sie eine eigene Bewegung, einen Verein, der so heißt wie sie, und eine Herrenboutique in Wuppertal. Bis zum nächsten Mal bei Das Leben von Sarah Wagenknecht. Hallo, ich bin Christian und studiere Kulturwissenschaften im 57. Semester und ich habe ein Gedicht mitgebracht. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Warum nicht in der Mediathek? Extra 3 Schau.